Ja, dann herzlich willkommen zurück. Wir waren ja jetzt mit Tails unterwegs. Und mein Spiel ist gerade recht laut. Okay, nee, geht nicht leiser. Ich bin schon auf niedrigster Lautstärke. Hoffe ich mal, dass es nur für mich gerade so laut ist. Wäre sonst doof, wenn nicht. Naja, ja, ich entschuldige mich nochmal dafür, dass der letzte Part teilweise sehr geruckelt hat und auch sehr lange gedauert hat. Ja, ich habe komplett vergessen, dass ich gerendert habe und das war nämlich dann mitten im Part eingefallen. Aber wie dem auch sei, wir sind ja jetzt mit Tails unterwegs, denn Eggman hat den Mond in die Luft gejagt. Oder teilweise. Hier sehen wir, Tails wird gesucht. Und 1 Million. So, da oben kommen wir nicht dran, weil uns das Schwebemodul fehlt. Aber hier gibt es das Schwebemodul. Jetzt können wir nämlich so schweben. Anders kämen wir auch da gar nicht rüber. Oh, noch mehr Gegner. Wie wir sehen, hier Tails ist eher die langsamere Spielprinzip. Kennen wir natürlich schon. Wir haben ja einen relativ unrealistischen Highway, aber das ist sowieso meistens bei den Sonic 3D Spielen. Die haben relativ unrealistische Komm, ich bin der Meinung, hier gab es irgendwie hinten noch. Ach, da gibt es ja noch einen Couch-Schlüssel. Ich glaube, ich habe das gar nicht mehr gemacht. Ich wollte ja noch hier die ganzen Tiere. Wow. Ja, da hätten wir noch einen. Der gab auf jeden Fall extra Punkte. Ich habe jetzt letztens mal Tiere. Die habe ich zwar gesagt, hier, die hole ich noch rüber. Also die gebe ich noch mal im Ciao. Habe ich dann aber doch nicht gemacht. Hier, diese Explosionen sind gefährlich. Denn man kann sie... Also man kann davon getroffen werden. Ich hatte jetzt gerade das Glück, dem war nicht so. So, hier weiter. Ich fand hier echt mal so sehr viele Wege. So die ersten Level, hier bei das ist ja der zweite Tails-Level, die haben wir sehr oft gespielt, einfach weil man da sehr gut die Viecher gekriegt hat. Das ist einfach einer der besten Tails-Level für Viecher kriegen war. Nein, deswegen, weil Tails... Oh, haben wir den Chaos-Schlüssel noch nicht? Mit Tails? War ich irgendwie der Meinung. Ja, vor allem, weil wenn wir dann natürlich einen guten Schau haben wollten, dann muss man natürlich auch mit guten Charakteren das machen. Und deswegen, natürlich mit Tails haben wir auch sehr viele Level gespielt. Deswegen kenne ich die auch noch sehr gut, um natürlich noch Nähkästchen zu plaudern. So, hier, oh ja. Geht das runter. Und ja, das habe ich leider verkackt. Da müssen wir jetzt noch einmal komplett wieder hochgehen. Da muss man nämlich sofort springen. Ansonsten schafft man das einfach nicht. Jetzt haben wir gute Musik. Wenn sie mich auch ein bisschen, also die erinnert mich ein bisschen hier an, ah, das ist schon, ah, nicht geschafft. Ja, hier sehr gefährlich, da kann man sehr leicht runterfallen. Ja, ich bin doch sehr froh, dass sie uns das, ach, Nils, was machst du gerade nur? Jetzt aber. Bin ich doch teilweise sehr froh, dass ich das Schwebemodul habe. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht mal wirklich, was diese Teile darstellen sollen. So, da könnten wir den Phönix kriegen. Also hier, das ist auch einer der Level, wo man den Phönix kriegt. Dafür müsste ich aber erstmal das Upgrade kriegen, um diese Kisten hier aufzumachen. Ja, hier auch ein Beispiel. Wir können davon getroffen werden. Hier einfach ein bisschen fliegen. Und wow. Fallen wir einfach mal runter. So, gar nicht so einfach, denn Tails wollte noch nicht so drauf springen. Ihr merkt aber wirklich, dass... Wow, ja. Da haben wir es mal voll getroffen. Die Sonic-Level, die Tails-Level nehmen hier schon echt viel Geschwindigkeit raus. Da hinten Werbung vom Sonic-Team. Also von den Entwicklern. Auch schön, wie sie sich hier einbringen, auch wenn das ein, ja, unter Umständen. Frage, es wird ja nie wirklich thematisiert, wie bekannt Sonic ist. Ob Sonic hier so beliebt ist, wie er auch in unserer Zeit beliebt ist, auch wenn er in den letzten Jahren sehr wenig Beliebtheit hatte und... Ja, also Sonic Lost World habe ich noch nicht gespielt, hatte ich auch, glaube ich, schon gesagt, ist ja schon länger draußen. Ich werde es mir hoffentlich in nächster Zeit mal holen, wow. Da wurde ich jetzt geschoben, aber wir sind am Goal angekommen. Ja, ja, Sonic Lost World ist schon etwas draußen. Ich hab's nur auf Gamescom gespielt. Ich finde, es sah da schon sehr gut aus. Ich werde es mir auch hoffentlich irgendwann holen. Dann werde ich auch sofort
es Let's Playen, dann werde ich wahrscheinlich wieder zwei Sonic-Spiele parallel haben. Ich habe bisher, naja, leicht das Problem, dass mir die Sonic-Spiele ausgehen. Naja, wobei, ich habe nur die ganz alten, aber... Also hier Sonic, The Hedgehog 1, aber ich bin zu schlecht in denen. Und wegen dem keine Speicher und alles. Mal gucken, Melly hat, glaube ich, noch Sonic Heroes. Dann, ja, ist ja eh noch lange hin. Ich glaube, wir brauchen hier mindestens 30 Wochen. Mindestens. Oh nein, war kleiner hier, der mit dem fiesen Grinsen, der gut wird. Nicht unbedingt gut. Aber jetzt kommen wir auch mit Tails hier rein. Tja, dann haben wir halt einen fies grinsenden Chao. Nebenbei, das kann ich auch nochmal erzählen. Das Interessante ist, dieses Teil hier. Das ist jetzt, glaube ich, bloß um... Ich weiß gar nicht, wofür das sonst da ist. Ah, das ist jetzt nur noch dafür da, um einen Chao wegzuschicken. Sonst kannst du mich auch freilassen. In der Dreamcast-Version konnte man damit seine Chaos auf die Speicherkarte schicken. Ach, wenn du schon wieder ins Wasser springst, ist mir gerade egal. Komm mal auf die Speicherkarte schicken. In der Gamecube-Version auf den Game Boy Advance. Hier nur noch zum, also auf den Game Boy Advance, auf zu Sonic Advance. Um halt da mit denen zu spielen. Das war, wenn ich in der Dreamcast immer noch am lustigsten. Oh, den Level hatte ich. When I didn't expect the inside of the mines to be like this. This is gonna be tougher than I thought. Ja. Ich kann diesen Level so gar nicht leiden. Diese ziemlich alle Wasserlevel. Aha, hier ist er. Nummer Uno gefunden. Mal gucken, ob wir die anderen auch so schnell finden. Ich glaube, vielleicht irgendwelche Tipps holen. Zwischen den gegenüberstehenden Schädeln. Okay. Irgendwie lädt das immer neu mit den Chao-Gärten. Kommt das jetzt nur mir so vor? Bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Tipp. Ja, da keine Ahnung. Schalten Nummer 2 oder Nummer 3 auf dem schmalen Pfad. Toll. Ja, ich habe da irgendwie ein Tier gesehen. Ich glaube, das Geisterpferd. Ah. Ja. Ich habe so das Gefühl, mehr in dieser Richtung. Nö. Nee, auch nicht. Der obere Teil des schmalen Pfades bei der schwebenden Plattform. Okay, klettern wir hier mal hoch. Wird's auch wieder weniger. Vielleicht hier so in die Richtung? Hey, wird das gerade gelb? Hm. Okay, das scheint irgendwo so in diese Richtung zu sein. Wir haben das Problem, wir können nicht gegen Tiere kämpfen, gegen Gegner kämpfen, während wir unter Wasser sind. It's closer. It's closer. It's here. Oh. Ah, ja, genau, hier ist die Schädel. Yes. Okay, da kommen wir so nicht hoch und da so nicht rein. Na, was sagst du mir denn aber? Treppenförmiger Ziegelraum. Ja, ich komme da so nicht hoch. Warte mal. Da, ja, bloß Drillclaw, das bringt mir hier nichts. Ich gehe einfach mal wieder zurück. Versuche es jedenfalls. Wow. Ja. Wow, ja. Hier haben wir das Problem mit dem Gegner. Hier ist aber auf jeden Fall noch ein... Nein, hier ist kein Vieh. Autsch, ja. Hier haben wir einfach ein Gegnerproblem. Und wir hören schon die Musik. Knuckles wird sterben. Diese Mine erinnert mich sehr an die Mine aus Guides of Arcadia. Was hast du mir denn? Unten. Okay. Unten. Interesting. Ah, Kamera. Wenn du mir unten sagst, dann gehe ich mal nach ganz oben. Denn so ganz oben, wo das ist hier relativ schwierig.
Was sagst du mir? Unter Wasserfahrt hinter dem Porschenschild. Stopp mal wieder auf 1, ja, dann kann ich mich hier da oben dran springen. Das wäre, glaube ich, wenn ich gut gewesen wäre, auch so vorher möglich gewesen. Ach stimmt, da kann man Tiere rausrufen. So, jetzt machen wir nämlich das ganze Wasser weg. Können wir uns nämlich hier unten das Wasser, den Wasserpfad oder wie der hieß, angucken. Weil es heißt unten. Gut, dann scheint das ja dieser Weg hier zu sein. So, jetzt die Rache. Das klang gruselig. Ja. So, jetzt kommen wir hier unten durch. Ganz viele Geister. Aber sonst nicht. Sonst ist hier wirklich nichts. Hm. Scheint es das doch nicht zu sein. Also das scheint hier nicht zu sein. Gibt's noch einen anderen Unterwasserpfad? Hm. Ja, das ist jetzt die Frage. Moment mal, hier Porschen. Porschen, aha. Das sieht doch mal gut aus. Ja, hier so. Hier irgendwo. It's closer. It's closer. Yes. Haben wir es doch geschafft. He found them. Yes, haben wir. Hat sogar nur 5 Minuten gedauert. Yay. Ich hasse diese Level. Ich hasse diese Level wirklich. So, dann sind wir jetzt auch mal wieder im Schaugarten unterwegs, genau. Ich überlege gerade, ob der erste immer den Schlüssel war, aber nee. Oder habe ich mit Knuckles das letzte Mal nicht? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß, auf jeden Fall mit Sonic haben wir. So, wo ist der Kleine hin? Da bist du. Ja, hier ein Pinguin. Noch ein Pinguin. Stinkt hier. Noch ein Pinguin. Ich werde dich Pinguin über. Ich werde dich über Pinguin. Und noch ein Stinktier. Nein. Okay, Stamina könntest du auch gebrauchen. Und ja, noch eine Robbe. Zu guter Letzt gibt's hier, das war Fliegen, oder? Ja. Noch ein paar Fliegenpunkte. Ich meine, sobald die über 50 sind, haben die, ja, ich wollte jetzt nicht streichen. Genau, ich wollte dich nehmen. Sind sie in der Lage, richtig, nein, doch nicht. Dann war es doch mit Level 5. Naja, wie dem auch sei. Machen wir das da. Wir haben eine kleine Info zum Warner Brothers Humble Bundle. Das könnte euch auch noch interessieren. Die Info kommt von gestern. Sheesh. There always seems to be a lot of police around when you don't need them. Tails, any news yet? For some reason, I'm not getting a signal from the 6 remaining Chaos Emeralds. Maybe Eggman took the Emeralds into outer space. Outer space? Yeah, Amy, outer space. Knuckles! Hey guys, long time no see. I must have got lost in the mines. Looking for the Master Emerald pieces was tougher than I thought it would be. Where are we, anyway? Hey, where are you going? Move aside, Knuckles! I managed to find the transcripts between Eggman and the President in the government computer. I'm following the President's limo right now! If we get into the limo, we can trace the call to find Eggman! Okay, let's meet up there! Hey! Wait for me, Tails! Ja, wait for Amy.
Naja, den Level sehen wir dann erst im nächsten Part. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.